Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hitman. Ja, wir werden uns in dieser Folge nach Marokko aufmachen, genauer gesagt nach Marrakesch, denn unsere nächste Mission, die lautet ein goldener Käfig. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Good afternoon, 47. Your destination is Marrakesch, Morocco, where civil riots are looming. Your targets are private banker Klaus Strandberg and army general Reza Zidane. Two of the conspirators in a sinister plot to overthrow Morocco's fragile government. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zidane orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zidane to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully-fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zidane's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Easy, mit Pulverfässern kennen wir uns aus. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Einsatzziele, ja, sollte ja natürlich jetzt klar sein nach der Cutscene. Achso, kann ich sogar meinen eigenen Startpunkt wählen? Ach, guck mal. Das geht ja auch. Gut, aber das schalten wir ja sowieso erst im Laufe der Zeit dann frei. Schmuggelobjekte gibt es auch. Großes Agentur-Pickup, Lampengalerie. Okay. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt, aber okay. So. Das sind die Waffen, die wir haben. Och Mann, dass ich immer auf dieses Dingens komme, ne? Okay. Zubehör. Hier haben wir dasselbe. Ja, okay. Alles klar. Genau, Herausforderungen. Ich muss immer wieder suchen. So, 21 Herausforderungen haben wir. Das geht ja immer noch nicht. Während der Massage als Masseur. Okay. Mit dem Elch. Okay. Mit der Öllampe. Mhm. Essen vergiften. Langweilig. Mit einem Stromschlag. Ja, hatten wir letzte Folge auch schon. Oder war es? Ne, die davor, ne? Ne, die davor war es, genau. Die letzte war ja komplett unten im Labor. In ihrem Anzug. Ertränken. Klavierseite. Als Direktor. Finden Sie alle Kinderzeichnungen? Aha. Gut, okay. Mit einem brennenden Öl. Was? Das klingt interessant. Indem Sie ihn in die Druckerpresse werfen. Hm, nicht schlecht. Gefällt mir schon mal. Während des Interviews. Okay. Ja. Mit dem TPC geschützt. Mhm. Auch nicht schlecht. Ey, schon Bock drauf, ne? Mit diesem Geschütz, ja. Auch nicht schlecht. Mit der Toilette. Ist der Gefangene? Okay. Gut. Wir schauen einfach mal, welches Ding wir davon machen können. Aber mich reizt das ehrlich gesagt mit dem Geschütz. Klang schon sehr interessant. Aber ist halt die Frage, ne, was wir dafür machen müssen, um diese Möglichkeit überhaupt erstmal freizuschalten. Oder ob wir die vielleicht sogar direkt machen können. Ich meine, beim letzten Mal hätten wir es ja auch mit so einer richtig alten Kanone machen können. Ihr erinnert euch ja sicherlich. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich die nicht gefunden habe. Naja, mal schauen. The situation grows more tense by the minute. The consulate is under lockdown. But the protests are only a stone throw away from full-blown riots. And Zidane won't hesitate to unleash his troops. So whatever you're planning,
Time is of the essence. Good luck, 47. Ja, Timing ist alles, Leute. Kennen wir doch. So, nehmen Ziegel. Ja, mit dem Ziegel ist ein bisschen lame. So, was können wir denn hier mitmachen? Ölleck verursachen, das ist ja langweilig. So, hier können wir wahrscheinlich nichts mitnehmen. Warum ist der markiert? Ist da jemand Wichtiges oder was? Ach so, wahrscheinlich ist der markiert, weil ich mir die Verkleidung von dem ebenfalls zunutze machen kann. Also würde ich jetzt mal vermuten. Den snacken wir uns natürlich, ne? Ah ja, sorry, du mich auch. How are you, sir? Der den gerade weggecheckt? Sah ein bisschen so aus, ne? Okay, okay, was ist denn das hier? Hello, hi, Teeblätter. Haben wir wahrscheinlich auch? Nee. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall, es geht in die Richtung hier. Das können wir alles gebrauchen. Das können wir auch gebrauchen. Ausschalten. Naja. How's your father? Doing well. Thanks for asking. He's upstairs right now working on this novel of his, some kind of political thriller, I think. You know, airport lit. Oh, that's nice. So he doesn't miss the old school. Well, he was headmaster for 30 years. And he still carries around the master key. You know, the one that fits all the locks. Doesn't seem to be able to. Wir haben noch nie so ein Dings gemacht, ne? Lass uns das mal machen. Well, maybe now he'll be a famous writer instead. The old headmaster of the school Zaydan is using as his field HQ lives right above the carpet shop. According to his son, he kept the school's master key out of nostalgia. Supposedly, this opens any lock in the building. What? Oh fuck. Also, der Generalschlüssel des ehemaligen Direktors für die Schule existiert noch, könnte nützlich sein. Ach so, das ist dann diese Kiste, wo wir uns als Direktor verkleiden, alles klar. Gut, danke dafür. Weil ich nämlich unten hier ehemalige gelesen habe, dann, naja, egal. Also, der ehemalige Direktor der Schule, die Zaydan als Hauptquartier nutzt, wohnt über dem Teppichgeschäft. Laut seines Sohnes hat er den Generalschlüssel der Schule als Erinnerungsstück behalten. Das ist aber interessant. Kann man eigentlich... Ach, guck mal, seht ihr? Das heißt, wir können das ganze Dingen auch automatisch von hier aus verfolgen. Gelegenheiten, Informationen, Herausforderungen. Aber hier können wir nicht irgendwie klicken, ne? Ne, hier können wir nicht klicken. Das heißt, man kann also immer nur hier. Okay. Und das heißt jetzt ganz genau... Give your old man some credit, Marwin. He might surprise you yet. Anyway, good run. See you around. Yep, up, up and away. Oh, uns hat keiner gesehen dabei. Wir sind hier völlig legitim drin. Die Alte ist halt einfach blind. Oh! The Omega Charter series, book one, titled
Diplomacy's Edge. Ja. Sorry, aber es wird nicht anders funktionieren. Dann verkleiden wir uns auch direkt als Director. 10. Ja. Machen wir die ganze Geschichte jetzt als General oder als Direktor vielmehr. Ja, dann werden wir wahrscheinlich... Die hat uns ja immer noch auf dem Schirm. Fuck. Ich dachte, wir können eventuell von hier oben aus weiter operieren, aber das glaube ich wird nichts. Okay, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Wenn ich die alte nämlich über den Haufen schieße. Dann kriege ich wieder fett Minuspunkte. Fuck. Ich guck doch noch hier hin, ne? Ja. Oh Mann. Die Frage ist, wie können wir die weglocken? Das war das Einzige, was mir jetzt halt einfallen würde. Die geht ja jetzt wieder raus. Oh. Okay, cool. Hat doch besser funktioniert als gedacht. Weil sonst hätte ich gesagt... Oh, das ist der Typ. Ey, ey, der macht jetzt aber keine fiesen Patenten, ne? Ne, macht er nicht gut. Sonst hätte ich gesagt, beziehungsweise mir eine Möglichkeit überlegen müssen, wie ich nach oben komme, irgendwas auslöse. Also nach oben kommen wäre ja nicht schwierig gewesen, ne? War ja alles frei mit der Treppe. Aber wie ich da irgendwas auslöse, dass der Typ dann halt nach oben geht und ich entspannt runtergehen kann. So hätte ich ihn halt nicht abmurksen müssen, aber das hat sich ja von selbst geklärt. Die Frage ist jetzt, kann ich jetzt hier einfach durch? Also die haben ja scheinbar nichts. Okay. Das ist aber schon uncool von euch. Ist nicht nett, muss ich schon sagen. Ich darf hier nicht so durchsprinten. Nicht, dass mich nur einer von den Dullis... Was denn? Dass mich einer von den Dullis hier erkennt oder so. Komm ich hier rein? Ja, ne? Komm da nicht rein. Hallo, komm in! Komm in! How are you? Say what? Thank you. Say what? Warum? Warum sollte man das tun? Oh. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Ich habe ja jetzt eine andere. Okay, hier sind zwei von den Dullis. Ey, komme ich überhaupt irgendwo durch? You need clearance to pass. You don't have it, buddy. So, Ey, Jungs, könnt ihr vielleicht auch mal an irgendeinem Eingang nicht stehen, ne? Einfach wieder Dullis. Wir lassen uns auch nicht durch, ne? I'm sorry, sir. I can't let you through looking like that, okay? Please leave the area. Wenn es so weitergeht, muss ich hier echt jemanden hops nehmen. Excuse me. Laufen wir in eine falsche Richtung oder was? We
greeting, sir. Es geht. Da komme ich ja auch nicht durch. Kann ich hier durch? Mich jetzt auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. Diesel. Da kommen wir nicht durch. Okay, warte mal. Seite, verpisst euch, als Maul. Weg mit dir, hau ab. Seite, ihr Spasten. Weg mit euch, ihr Schmutzis. Haut ab. Ich weiß, danke. Höre ich des Öfteren, wollte ich sagen. Immer. Kann man wahrscheinlich auch wieder untertauchen, wa? Untertauchen, naja. Okay, warte mal, vielleicht von hier aus? Ja, bitte. Ja, beruhig dich doch. Untertauchen als Kunde von dem Brunnen oder was? Macht Sinn. Ja, ich sag mal so, ne? Der Weg rein scheint nicht leicht zu sein. Hier waren wir ja auch schon. Okay, kann es einfach sein, dass wir halt wirklich nicht als Direktor verkleidet das schaffen können? Ja, die sehen das doch alle, wenn ich den Typen jetzt hier hops nehme. Sir, you're not allowed to pass. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Okay, ich könnte im Prinzip den Typen anlocken. Das ist jetzt der Einzige, der mir jetzt hier irgendwie... Okay, ich muss hier aber machen, wenn der andere Dulli da nicht kommt, ne? Weil sonst wäre es ein bisschen auffällig. Ja, wenn der Dulli auch weg ist. Ja, moin, Alter. Der macht sie erstmal. Gib ihn an. Kannst du schneller quarzen, Alter? Okay, jetzt kannst du dich ja beruhigen. So, genau. Wirf Kippchen weg und verpiss dich. Ja, schön. Okay, so haben wir jetzt aber nicht gewettet, Kollege. Schmeiß dich gleich hier in den Brunnen rein. Kann ich denn eigentlich da... Noch eine? Bist du bescheuert? Yo. Ich geb dir gleich Yo, Alter. Dann kriegst du direkt auf die 12, ja? Boah, geht der mir auf den Sack, ey. Oh mein Gott. Heute noch, Alter.
Ja, komm, mach einen Schuh jetzt, Alter. Geht dir auf die Düse. Kleiner Spastiker. So. Jetzt müssen wir leider warten, bis Dullimann 1 weg ist. Okay, wenn Dullimann 1 sich umdreht. Und einen Schuh macht, dann schmeißen wir die, wenn es sowas jetzt ist. Hm. You go. That's a big 10-4. Okay, der hat keine Meldung gegeben. Drop the piece right now. Willst du mich verarschen, Alter? Wird jetzt absolut nicht auf, wenn ich. Boah. Ich kotze ab, Alter. Sir, do you understand what I'm saying? Ja, hab ich. RIP. Echt nicht sein, Alter, ey. Ach so, kommt hier keiner oder was? Ah, gut, dass ich nie rausgekommen bin. Freunde des guten Geschmacks. Ja, scheiße, ne? Kommst du hier an, sich deine Kollegen ableben? Und das keine Ahnung, wo ich bin. Ach, guck mal, man kann sogar hier den machen, wenn man die Maus hochbewegt. Hä? Wieso stellt der Spasti eine Bedrohung dar? Alter, jetzt auch nicht, der Dulli hat die anderen geholt. Ganz ehrlich, der Typ kriegt von mir eine Kugel im Kopf. Deine Fresse habe ich mir gemerkt, du Hund. Oh oh. Oh oh. Nein, du bist nicht schlau genug dafür. Du weißt nicht, wie man eine fucking Tonne aufmacht. Nein. Oh. Du hast auch nicht gesehen, dass sich die Tonne gerade bewegt hat. Hast du alles nicht gesehen? Das war nur ein schlechter Traum. Ja, genau. Bück dich nochmal schön. Guck nochmal nach deinem Kollegen. So ist brav. Genau. Immer schön weggehen. Genau. So ist gut. Ja, guck dir den anderen ruhig auch nochmal an. Und guck dir den Typen da vorne auch nochmal an. Der ist nämlich auch gleich nicht mehr lebend.
Ach, guck mal, er zieht ihn schon selber. Ey, 25 Minuten, Alter. Wir haben nichts erreicht, ey. Ey, ganz ehrlich, Alter. Ich steig hier gleich raus, ey. Dann scheiße ich auf die Kackpunkte, Mann. Also, den Typen da rechts, den werde ich so oder so was dann über den Haufen ballern, ne? Kleiner Pisser, ja. So, für die bin ich alle unauffällig. Oh ja, ein fehlender Schlüssel. So much for breaking and entering. Hä, wieso vorbei? You're in. Good work, 47. Danke. Now to locate General Zaydan. Beruhig dich mal. Der steigt jetzt nicht da durch, oder? Geil, ist das ein Drive-In, Alter? Also in dem Fall ein Walk-In? Cool, danke. Hallo, ich würde gerne bestellen. Hallo? Hallo. Guten Tag. Also, ich hätte gerne einmal... Hallo? Können Sie vielleicht in meine Richtung gucken, wenn ich die Bestellung aufgebe? Na gut. Vielleicht müssen Sie auch schreiben. Also, ich hätte gerne einmal das Big Mac Maxi-Menü mit einer Cola dabei. Pommes ist ja, glaube ich, dabei. Dabei hätte ich gerne Ketchup. Hallo? Hallo? Wenn Sie bitte hier bleiben, wenn ich meine Bestellung aufgebe. Ich komme gleich in den Laden rein. Oh. Guten Tag. Ich wollte meine Bestellung gerne persönlich abgeben. Also, hallo. Also das ist jetzt schon leicht unfreundlich. Man redet mit denen und die gehen einfach. Was soll denn das? Wo sind wir denn hier, ey? Ist jetzt echt nicht schön. Müsste ich an der Stelle mal anmerken. Also das werde ich auf Yelp aber entsprechend bewerten, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Popstar, Lebanese Model, you name it. But where would he even meet these girls? He's a general. It's not like he gets invited to movie premieres. His agent family is rich. Rich, rich. Go to Cannes or Sapienza or Betreten. Ich bin's, der Schrank im Geist. Na, der Schrank im Geist. Der Geist im Schrank eher wohl. Okay. Das hat nicht viel gebracht. Tag. Ist so ein privates Hobby von mir, so durch Fenster zu steigen. Nichts, was jetzt verdächtig wäre. Alles entspannt. Ich gehe dann mal hier durch, ne? Wenn es okay wäre. Ich habe ja einen Schlüssel, also darf ich hier durch. Schönen Tag noch. Erstmal die Tür zu machen. Die Frage ist, was kriege ich da drin, was ich brauche? Ehrlich gesagt, irgendwie... Das ist eine Ziege. Billardkugel. Wofür? Was soll ich denn durchsagen? Ich könnte höchstens durchsagen, dass das Big Mac Menü heute im Angebot ist. Aber mehr auch nicht.
Also hier scheint ja ehrlich gesagt dann nichts Interessantes zu sein. Okay, die raffen nichts. Hi. Guten Tag. Ich bin eine Neue. Okay, der rafft das auf jeden Fall. Dann müssen wir mal hier rein. Der pennt, ne? Der pennt. Das ist nochmal so ein Panzer. Brechstange. Die pennen auch alle. Schraubstock. Kann ich alles nicht gebrauchen. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Der geht ja auf jeden Fall gleich wieder da rein. Dann gehen wir mal in den Raum gegenüber. Tschüss. La, 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 la. Guck mal, der sieht sogar auf der Karte angezeigt, wenn der sich verkrümelt. Juhu. Wir haben uns ganz flink vorbeigewieselt. Okay, die checken das alle nicht. Also wenn ich den Typen jetzt einfach über den Haufen knüppel. That is General Reza Zaidan, Keeper of the Peace. Wo geht der hin? Dude. Ich hab dir nicht gestattet zu gehen, oder? Der geht echt? Ist er denn des Wahnsinns? Der geht ja einfach. Okay, da wird auf jeden Fall jemand festgehalten. Geht der in den Raum? Geht der. Ja, ne? And I would do it again. Proudly. You're a monster, Ressa. I am sorry about your brother. It wasn't supposed to have been a piece. Okay, wir werden in der Folge auf jeden Fall noch ganz kurz den Typen killen. To line the pockets of your mysterious backers. Right, right. Kraft der Typ das da drin? Oh. Natürlich erstmal das Genick brechen. Nein, der geht wieder. Nein. Ey, bleib hier. Hallo. Nicht gehen. Warte. Lass mich dich kurz killen. Target down. Move on to Klaus Strandberg. Okay, der Dude ist angepisst. Ich hab's nicht nachvollziehen. Hallo? Hallo, hier wird nicht gebimmelt, ja? Gut, Leute. Wie wir aus dieser mystischen Lage rauskommen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.